Grüß dich. Wie geht's dir? Gut, und selber? Auch gut, vielen Dank. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. So, wir wollen heute ein bisschen Haare schneiden, ja, oder? Ja, wunderbar. Cool. Magst du mal kurz erklären, was dein Wunsch ist? Ja, also ich hätte es gerne im Allgemeinen ein bisschen kürzer und auch gerne ein bisschen durchgestufter, dass einfach ein bisschen mehr Volumen mit reinkommt. Okay, super. Das würde mir jetzt erst einmal als Anhaltspunkt reichen. Ich würde mir jetzt gerne mal die Gegebenheiten anschauen. Du weißt ja, dass wir beim Haarschnitt immer sehr gerne auch mit den Gesichtsproportionen arbeiten. Dazu könntest du vielleicht ganz kurz die Maske runternehmen. Mal die Dreiteilung des Gesichts an. Das heißt also vom Stirnansatz zur Nasenwurzel, von der Nasenwurzel zur Nasenspitze und von der Nasenspitze zum Kinn. Jetzt würde ich dich kurz bitten, mal dich seitlich zu drehen, dass ich auch mal die Proportion von der Seite anschauen kann. Okay, hier schaue ich mir ein bisschen Hinterkopf an im Verhältnis zum Kinn und auch zur Nase. Hier schaue ich mir seitlich letztendlich dann nochmal an, wie das Verhältnis von Hinterkopf, Nacken und Nase und Kinn ist. So, und wenn wir das Ganze nochmal kurz frontal uns anschauen. Okay, und zu guter Letzt würde ich mir ganz gerne mal die Kopfform auch nochmal anschauen. Dazu nehme ich dir mal die Haare komplett aus dem Gesicht raus, um dann einfach mal zu sehen, wie wir an die ideale Kopfform, nämlich die ovale Kopfform, am besten mit der Haarmasse hinarbeiten können. Ja? Hier siehst du auch ganz deutlich, dass wir hier in dem Kopfrundungssegment etwas mehr Volumen, was die Haare angeht, arbeiten. Deswegen ist dein Wunsch super, der Wunsch nach mehr Stufung, ne? Aber wenn wir uns jetzt mal den äußeren Frisurenumriss anschauen, sehen wir, dass ein klitzekleines Ungleichgewicht da ist, dass du hier etwas ausbrichst vom Volumen, weil die Stufung rausgewachsen ist und hier etwas gearbeitet werden müsste. Ne? Siehst du, wenn ich das jetzt so dran halte, siehst du da perfekt den Ausgleich, dass du hier schmaler bist und hier mehr Volumen bekommst. Okay, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, was den inneren Frisurenumriss angeht, ist, finde ich, sehr, sehr schön, dass wir hier eine Abgrenzung letztendlich haben. Das heißt, wie so eine Art Rahmen, den du schon, ja, einen etwas rausgewachsenen Pony, den du mitbringst, den würde ich auch super gerne beibehalten, weil, wie du siehst, möchte ich letztendlich ganz gerne die Betonung auf etwas mehr in die Augen legen, dass sie auch etwas schmaler fallen. Das schmeichelt dir ganz gut. Und ich möchte ganz gerne auch die Stufung, deswegen finde ich das super, dass du die Stufung hier schon etwas ausgewachsen hast im längeren Segment. Nicht zu hoch ins Gesicht ansetzen, da wir sonst hier Rundungen betonen würden, sondern eher etwas weiter nach unten ansetzen. Ja? Das heißt also auch, was die Grundlänge angeht, wie du vorhin schon im Gespräch erwähnt hast, würde ich ganz gerne hier relativ lang bleiben, dass die Gesamtsilhouette einfach auch etwas gestreckter ist. Hier das Volumen mit der Stufung ausarbeiten, wie wir das vorhin besprochen haben, und vom inneren Umriss hier eine Rahmung und das Ganze etwas abschließen. Die Proportionen können wir natürlich auch nochmal, was das Thema Farbe angeht, auch nochmal ein bisschen, ne, die Augenfarbe etwas herausholen, ne, diese Rahmung noch etwas mit einem Face Framing zum Beispiel in einer etwas satteren Farbe erarbeiten. Also da bleibt uns noch viel Spielraum, was zum Beispiel auch Contouring angeht, um die Gesichtsproportionen zu betonen bzw. auch zu verstärken. Ich wiederhole jetzt nochmal letztendlich, was wir besprochen haben. Das heißt also für dich frontal gesehen, wir reduzieren die Spitze wie vereinbart, arbeiten eine Stufung ein, dass du hier, was den äußeren Frisurenumriss, eine schönere Form reinkriegst. Wir behalten, was die Ponylinie angeht, hier einen längeren Pony, schon so ein bisschen im Curtain Bank Style, dass es so ein bisschen geöffnet ist, allerdings auch nicht zu kurz, um dem Gesicht eine schönere Rahmung zu geben, auch um hier auch ein bisschen mehr Abschluss reinzubringen. Was das Thema Farbe angeht, würde ich sagen, unterhalten wir uns später. Auf jeden Fall finde ich, dass es eine schöne Silhouette und ein schönes Zusammenspiel von bunten Wunsch und von letztendlich auch Gegebenheiten, die da sind. Ich finde, dass wir wollen halt nicht so gerne mit Schablonen arbeiten, sondern wollen individuell deinen Typ auch hervorheben im Zusammenspiel mit deinem bunten Wunsch. Ist okay? Dann bin ich gleich wieder da, ja? Dankeschön.